Schock im Müller. Das war ein sehr kurzes Video, aber ich wollte es unbedingt zeigen, denn ich war vorhin nochmal spontan nach der Arbeit im Müller und musste dir ansehen, dass ja die vielen Filme, Blu-rays, Brettspielen gewichen sind. Denn hier rechts, wo die ganzen Spiele sind, waren immer halt Blu-rays und dahinter natürlich auch und dahinter auch nochmal. Und hier frontal waren die Serien. Und ja, das ist jetzt alles weg. Denn die scheinen hier eine riesen Umräumaktion im Müller vorzuhaben. Da war, also war quasi noch mittendrin noch sehr viele Mitarbeiter, die rumgeräumt haben und auch, glaube ich, auch Handwerker, die was umgestellt haben. Hier gab es noch die 2 für 15 Aktion, da hier vorne noch die Neuheiten und rechts, da gab es meistens, glaube ich, CDs oder Musik. Das war auch leer. Dann auf der anderen Seite noch von dem Obergeschoss waren ja hier noch ein paar Filme. Also ich denke, die werden es ein bisschen umverteilen auch. Ist natürlich jetzt die Frage, ob es kleiner wird oder ob es so bleibt oder einfach nur, wie gesagt, umverteilt wird. Das kann ja auch sein. Ich kann es mir jetzt aber persönlich nicht vorstellen, denn da, wo die Filme ja ganz früher auch mal waren, es war ja noch größer, die Abteilung, da kommt immer mehr so Sachen rein für so einen alltäglichen Bedarf. Also die fokussieren sich natürlich ein bisschen mehr darauf, was vielleicht besser auch im Verkauf geht, logischerweise. Hier, da werden so Funko Pops und so weiter verteilt, also die werden auch natürlich auch wieder ein bisschen mehr auf Merchandise setzen. Hier links sind jetzt DVDs, da waren vorher Nintendo-Spiele. Da ist auch mal interessant, was das werden soll. Also wird alles noch so ein bisschen konfus, wenn man da durchgeht, finde ich. Aber ja, muss man einfach jetzt mal schauen, wie es weitergeht. Ich wollte euch das aber unbedingt mal gern zeigen, weil einfach, ja, ich war jetzt selber schockiert. Ihr wahrscheinlich jetzt auch. Und wäre echt schade, wenn quasi dieser Hotspot für Filmsammler verschwinden wird. Aber lassen wir mal uns überraschen, was passieren wird. Ich halte euch auf den Laufenden.